Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 6.5.2020. Ich habe gestern kein Video gemacht. Ich überlege überhaupt auf 2-Tages-Rhythmus auszudehnen, weil einfach nicht genug passiert. Gestern war Sonja da. Wir hatten viel zu tun. Schmink sich einräumen, fertig und meine Schuhe aussortieren und aufräumen im Büro und die Schminksachen von meinem Schlafzimmer noch den Rest in den Schminktisch einräumen. Es hat ganz schön lange gedauert. Ich habe jetzt 8 oder 9 Paar Schuhe auf Kleiderkreisel in Größe 38 online gestellt. Wer Interesse hat, kann da ja mal nachgucken. Ich bin heute wieder extrem müde. Heute war Claudia da. Es ist nicht so besonders warm draußen. Trotzdem waren wir eine Weile draußen. Aber es war auch nicht sonderlich kalt, aber es war lang und etwas langweilig. Oder nicht wirklich langweilig, wir hatten uns nicht so viel zu erzählen. Meine Eltern haben mein Wohnzimmer wieder eingeräumt. Nächste Woche kommt die Bank, die Sitzbank und sie haben den Fernseher wieder aufgestellt und angeschlossen und alles andere. Wir haben halt Kaffee getrunken, geraucht und sonst nicht viel gemacht, geredet mit Claudia. Und mit Sonja ist gestern doch einiges weitergegangen. Aber ich find's mit Claudia immer recht anstrengend. Das ganze Zuhören und so. Aber ich bin das noch nicht gewöhnt, dass jeden Tag wer da ist. Und deswegen strengt es mich auch so an. Sie musste dann eine Stunde früher gehen, weil es Probleme mit dem Sohn gab. Fand ich nicht so toll, aber auf der anderen Seite hat's mich auch nicht sonderlich gestört. Ich habe gestern mit Kerstin telefoniert, fast eine Stunde, und wir haben darüber gesprochen, dass mein Vater mich halt nicht in Einkaufszentren lassen will und auch wenig rausgehen lassen will. Und ich die 8. Woche jetzt in Quarantäne sitze. Und es mir langsam zu viel wird. Diese Isolation und wenig Kontakt zur Außenwelt. Das wird sich auch bis Ende des Monats für mich nicht ändern. Aber wir konnten aushandeln, dass am Samstag, wo Claudia und Sonja kommen, dass wir in die Natur picknicken gehen dürfen und dass das ein bisschen leichter wird und dass ich ein bisschen weiter und ein bisschen Öffentlichkeit zu spüren bekomme. Und nicht nur diese Isolation und das sollte mir eigentlich ganz gut tun und darauf freue ich mich schon. Bis Samstag ist dann nicht mehr so lange und sonst gibt's nicht viel Neues. Mir geht's eigentlich ganz okay. Ein bisschen Stimmungsschwankungen habe ich momentan wieder.
Sie war jetzt einige Zeit bis oder fast weg. Und momentan ist es wieder merkbarer, stärker am Rand liegt. Gibt's nicht viel Neues. Eigentlich. Ich bin, wie gesagt, jeden Tag sehr müde. Abends und heute schon um 17:50 Uhr ins Bett gegangen. Es ist 18:44 Uhr und ich bin kurz vorm Einschlafen. Ich kann auch nicht viel machen am Computer, weil ich die ganze Zeit müde bin und mir die Augen zu voll. Und Sonntag ist Muttertag. Ich konnte aber die Muttertagsgeschenke jetzt erst heute bestellen. Und die kommen dann erst nächste Woche. Aber ja, besser verspätet Geschenke als gar keine. Und ich habe mir zwei ganz nette Sachen überlegt und ich hoffe, meine Mutter freut sich darüber. Ich hoffe, ihr habt an Muttertag gedacht oder spätestens jetzt und müsst nichts mehr bestellen, damit keine Wartezeit mehr auftritt, weil nächsten Sonntag ist Muttertag. Und das sind nur noch, meine Geschwister haben mich dieses Jahr auch nicht zum Dazuzahlen eingeladen. Deswegen wurde es ein bisschen knapp, aber kann man nicht machen. Morgen möchte ich früher aufstehen und duschen gehen am Vormittag. Mal schauen, ob mir das gelingt. Und ja, das ist so mein Plan. Zwei Fingernägel sind auch wieder abgegangen. Hier und hier. Also hier. Egal wie oft ihr die neu macht. Sie gehen immer wieder ab. Ja. Sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.